Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, welche Rückschlüsse man aus der Wahl in Berlin ziehen kann. Jetzt kann man das als Erfolg feiern. Wir haben es gegen die Mediennarrative geschafft, gegen die vereinte Medienmacht, gegen alle zusammen. Haben wir es geschafft, dass die AfD trotzdem noch bei 9% ist, dass sie noch gibt. Das ist ja ein Riesenerfolg. Aber wenn man die Politik dagegen hält, die anderen Parteien verfolgt haben, dann ist das ja eigentlich Landesverrat, was sie machen die ganze Zeit. Also sie ruinieren das Land. Und angesichts der Politik ist es aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend, wenn man 9% bekommt. Es ist ja unfassbar. Nord Stream wird gesprengt. Es wird nicht aufgeklärt. Und eigentlich ist dann klar, dass die Leute AfD wählen müssen. Weil die AfD die einzige Partei ist, die das wirklich aufklären will. Es ist aber augenscheinlich so, dass die AfD nicht durchkommt. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist da das Rechtsextremismus-Framing, das verfängt. Es sind ja viele Leute in Deutschland gegen die Waffenlieferung. Aber sie haben nicht AfD gewählt. Das heißt, es ist nicht gelungen, die AfD als Alternative darzustellen. Das heißt, die großen Medien hatten Erfolg damit, die AfD zu dämonisieren. Und außerdem haben sie es geschafft, die Leute bei der Stange zu halten. Trotz der Politik, die reiner Landesverrat ist, wählen sie trotzdem noch, bekommen sie trotzdem noch die Stimmen. Was ist die Ursache aus meiner Sicht dafür? Jetzt kann man sagen, ja, die AfD, sie hat keine Chance, was soll sie machen? Aber wenn man sich die Auftritte anguckt, aus meiner Sicht, es fallen zwei Dinge auf. Bezüglich des Ukraine-Konflikts, keine echte Aufklärung über die Verbrechen der Ukraine-Regierung. Was ganz wichtig ist, um Russlands Verhalten zu erklären auch. Weil es eben auch nicht nur um die NATO geht, wobei auch das die AfD zu wenig erläutert. Aber es geht auch um die russischsprachige Minderheit. Und die ist überhaupt kein Thema bei der AfD. Und das ist das eigentlich aus meiner Sicht das wichtigere Thema, weil hier geht es um die Moral, hier geht es um die Zivilisation. Die ukrainische Regierung, wahrscheinlich unter Anleitung der USA seit 2014, sie schikanieren gezielt die Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Was natürlich Streit erzeugt. Was ja nach den ganzen Thinktanks genau das Ziel ist. Die Ukraine wird immer als ein Block dargestellt, aber das ist eine falsche Betrachtung. Die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat und die Wahlergebnisse im Osten fallen ganz anders aus als im Westen. Es wurde seit 2014 durch die Schikanen, auch durch die genozidalen Angriffe, die willkürlichen Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auch ohne jedes Bedauern, wird vor allem auch eine rechtliche Grundlage geschaffen. Es gab 2014 Referenden im Donbass, wonach die Leute eindeutig zu Russland gehören wollen. Jetzt sagen die westlichen Medien, das ist alles Propaganda, das ist alles erzwungen mit der Pistole. Die Leute haben mit der Pistole vom Kopf, haben sie so abgestimmt. Aber wenn man diese Ergebnisse, wenn man diese Ereignisse, wenn man sie betrachtet, dann ergibt das Verhalten plötzlich Sinn. Dann ist vollkommen klar, dass sie natürlich zu Russland wollen, wenn sie so behandelt werden. Und dieses Fehlverhalten wurde von der AfD nicht thematisiert. Es ist ja so, dass die westlichen Medien ein Informationskartell bilden in Bezug auf die Ukraine und auch auf andere Narrative. Die AfD hat keinen Willen gezeigt, dieses Informationskartell zu durchbrechen. Und aus meiner Sicht, das ist unverzeihlich. Und das hat die Wahlchancen der AfD ruiniert. Warum, wie kann das sein, dass die AfD das immer verschwiegen hat? Und zwar auch in Reden, in Auftritten. Sie hatten nur wenige Auftritte, aber genau in den wenigen Auftritten hätte sie es sich sagen können. Und sie hat es nicht gemacht. Sie hat keine Aufklärung betrieben. Über das, was seit 2014 passiert ist, und vor allen Dingen auch, was seit 2022 passiert ist. Mit Schmetterlingsminen in Donetsk, Heimatbeschuss auf Krankenhäuser, Beschuss auf Zivilisten jeden Tag. Und zwar nicht unfallartig, sondern gezielt. Die ukrainische Regierung hat die Armee dazu angehalten, da einfach drauf zu schießen. Das ist die Abkehr von jeder Zivilisiertheit. Und wenn die Leute das wüssten, viele Leute, dann wäre vollkommen klar, was das hier in Wahrheit für ein System ist. Und die AfD hat das nicht aufgeklärt. Nicht wirksam aufgeklärt. Und das verbittert mich, ehrlich gesagt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Jetzt wird so getan, vielleicht als sei das eine gute Strategie. Ja, man wolle es erstmal ruhig angehen. Ja, was soll das heißen, erstmal ruhig angehen? Indem man nicht aufklärt, stärkt man das Mediennarrativ, dass sie eine ordentliche Presse sind. Dass alles im Grunde in Ordnung ist. Dass die Berichterstattung grundsätzlich stimmt. Und es muss genau Ziel sein, das aufzudecken.
Die AfD wird von den Medien diffamiert. Als rechtsextrem. Und solange die Medien glaubwürdig sind, insgesamt glaubwürdig sind, verfängt das. Erst wenn den Medien die Glaubwürdigkeit entzogen wird, dann verfängt auch dieser Vorwurf nicht mehr. Das heißt, die AfD müsste alles unternehmen, den Medien ihre Glaubwürdigkeit zu entziehen. Und da wäre jetzt dieser Konflikt die beste Chance gewesen, die beste Möglichkeit gewesen, und zwar generell über Aufklärung. Die AfD hat eine Reichweite. Über verschiedene Kanäle hat sie eine große Reichweite. Die psychologische Verfasstheit der Deutschen zeigt auch ganz eindeutig, dass genau die Argumente der Zivilisiertheit ziehen. Man erinnere sich, die Deutschen haben sich von der Kernkraft abgewendet, freiwillig. Sie verzichten freiwillig auf CO2 für Nachhaltigkeit. Das heißt, die Moral spielt eine große Rolle. Viele Leute werden getäuscht und für sie spielt Moral eine große Rolle. Und demzufolge sind die moralischen Argumente in Bezug auf die Ukraine, auf den Konflikt, sind die stichhaltigsten. Und wenn hier klar wird, dass die Ukraine-Regierung hier systematisch Verbrechen begeht und die Medien nichts machen und die Regierung nichts macht und das verschwiegen wird, auch diese diplomatischen Entwicklungen mit dem Waffenstillstandsabkommen, dass das als reine Täuschung verwendet wurde von Merkel, von Hollande, von Poroschenko, das haben diese Leute öffentlich zugegeben. Das hätte die AfD ganz groß in die Medien tragen können. Zumindest im Bundestag, in ihr Reden. Und sie hat darauf verzichtet. Und wie kann das sein? Natürlich ist die Positionierung richtig. Aber genau, wenn die Positionierung stimmt und man dann das aber nicht richtig vertritt, die Argumente nicht bringt, dann ist natürlich klar, dass man auch keine Stimmen gewinnt. Dann bleibt man irgendwie bei 10-15%, weil das natürlich nicht überzeugend ist. Jetzt sagen sich die AfDler vielleicht manche, ja, es reicht doch, wenn man das sagt mit dem Materiellen. Da muss man doch mit dem anderen gar nicht kommen. Und nein, es reicht eben genau nicht. Weil eben genau die moralischen Argumente sind die stichhaltigsten. Zumindest in Deutschland. Die 15%, wo man jetzt sagt, ja, wir wollen kurzfristig das billige Gas haben, wir wollen die Wirtschaft stärken. Das zieht bei den meisten Deutschen nicht, weil die meisten Deutschen denken, ja gut, aber Russland ist ja so schlimm und die sind solche Verbrecher. Wir müssen ja Waffen liefern, das ist ja das Mindeste. Das ist ja moralisch, Waffen zu liefern, dass die sich verteidigen können. Für uns ist es natürlich albern, aber mit dem Logikgebäude, das die Leute haben, die ja gar nichts wissen von den Verbrechen der Ukraine-Regierung. Die denken immer noch, das wäre eine Regierung, die auf einem guten Weg ist zu einer Demokratie. Da ist zwar noch Korruption und vielleicht der Zelensky übertreibt jetzt ein bisschen, da ist die Opposition wird unterdrückt, aber es ist ja für die gute Sache. Er macht es ja für die gute Sache und das ist alles schon in Ordnung. Und gut ist halt korrupt, aber so sind sie halt, die Osteuropäer. Die haben halt nicht unser tolles Niveau, aber wir müssen sie unterstützen. Es sind die Guten. Das verfängt. Und die AfD, zumindest die Spitzenleute, einige Spitzenleute, da gibt es natürlich viele Ausnahmen, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt viele gute Leute in der AfD, die versucht haben aufzuklären. Beispielsweise auch die Leute, die zu den Referenten in die Ukraine reisen wollten. Oder zu jetzt Russland, wie auch immer. Und Weidel und die AfD-Spitze hat verhindert, eine Selbstverständlichkeit, dass man da hinreist und sich das anguckt. Also wo leben wir? Das heißt, es wird jetzt verboten, was zu beobachten, was eigentlich genau die Aufgabe wäre von jedem, vor allem von den Journalisten, dahin zu reisen und das zu beobachten, dem auf den Grund zu gehen, was ist da los? Welcher Schaden soll daraus entstehen, dass man sagt, dass man da hingeht und nachschaut und nachfragt, was ist da los? Es ist ja so, dass die westlichen Journalisten gezielt da nicht hingehen seit 2014, eben genau eine Mauer bauen. Das heißt, da passieren die schlimmsten Verbrechen. Es findet ein Genozid statt und es ist verniedlichend, wenn man sagt, es wäre ja nicht so schlimm, wir haben ein paar Zivilisten, die abgeschossen werden. Man stellt sich mal vor, es wird einfach eine Rakete auf das Haus geschossen, wo jetzt wir drin leben. Und dann stirbt halt mal ein Teil der Familie. Ein Pech, ja. Ist halt, ja gut, das war halt Frust von den Angreifern. Die haben da halt jetzt einfach drauf geschossen, muss man hinnehmen, ist jetzt ja nicht so schlimm. Einfach ein willkürlicher Schuss auf dem Haus, wo Leute drin sind, ohne militärischen Nutzen. Das ist die unterste, die tiefste Schublade überhaupt. Und wer dazu schweigt, der hat aus meiner Sicht, der hat jeden moralischen Anspruch verloren. Das gilt für die ganzen Medien, aber auch für die AfD-Leute, die das meinen, das wäre irgendwie nicht wichtig. Das wäre nicht wichtig genug, das zu erwähnen. Das ist aus meiner Sicht, das ist ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Und wie kann das sein? Da möchte ich wenigstens eine Erklärung wissen, wie kann das sein, dass man das nicht benennt. Oder zumindest fordert, man muss ja gar nicht sagen, die Meldungen, die Stimmen, alles ist 1:1 wahr, sondern man fordert, da ist der und der Vorwurf, wir wollen Aufklärung. Was ist da passiert? Wir haben hier Aufnahmen von einem Krankenhaus mit HIMARS-Raketen.
Wir haben den OSZE-Bericht. Wir haben hier die und die Zeugenaussagen. Was ist da los? Jetzt sollen wir, die Journalisten sollen da hingehen. Dann gucken wir da genau drauf, was da los ist. Die sollen das mal genau nachgucken. Keine Kritik daran, dass sie nicht hingehen. Auch von der AfD nicht. Das, keine Kritik daran, dass die Journalisten da nicht hingehen und da nicht nachgucken. Und die eigenen Leute werden noch zurückgehalten. Und aus meiner Sicht, wir Mitglieder, wir sind die Dummen. Weil die Leute, die ihr Mandat haben, die verdienen jetzt gut. Aber die Leute, die sich ehrenamtlich hinstellen und sich für die Politik einsetzen, die dann diffamiert und stigmatisiert werden, als rechtsextrem oder als sonst was, weil die Spitzenleute nicht alles unternehmen, was sie können, dieses Stigma aus dem Weg zu räumen. Und dieses Stigma aus dem Weg zu räumen, dazu gehört, dem erstmal entschieden zu widersprechen, genau wie Robert Fahles gemacht hat, sich das nicht gefallen zu lassen, Emotionen und Herz zu zeigen, und zwar bei jeder Gelegenheit, das niemals zu tolerieren, das niemals hinzunehmen. Und auch Matthias Moosdorf, aus meiner Sicht, der hat vielleicht nicht die besten Geschichtskenntnisse, hatte ich bis vor kurzem auch nicht, aber er hat Herz gezeigt, als er den Frieden eingefordert hat. Da hat er den richtigen Tonfall gefunden und auch die richtigen Worte gefunden, aus meiner Sicht. Und das sind die Auftritte, die wir brauchen, die wir vor allen Dingen auch in irgendwelchen reichweitenstarken Talksendungen brauchen. Nicht, dass man dann so ruhig daherredet und sich alle Beleidigungen gefallen lässt. Ja gut, und wir sind halt dafür, das Gas wird zu teuer, deswegen sind wir dafür, dass wir halt wieder Verhandlungen aufnehmen. Und dann muss ein anderer Druck dahinter. Auch ein anderer, vor allem ein anderer moralischer Druck. Es muss eine moralische Anklage erfolgen. Was das für ein bigottes System hier herrscht. Dass das mit dem ursprünglichen Anspruch von Demokratie nichts mehr zu tun hat, wenn die Medien ein Kartell bilden und die Leute sich keine Meinung bilden können. Dazu braucht es Informationsvielfalt, das heißt, die Medien müssen in einem ehrlichen Wettbewerb zueinander stehen, aber das erleben wir überhaupt nicht, sondern die Medien bilden ein Kartell und es werden gezielt Informationen gefiltert und durchgelassen und getäuscht und die Leute in die Irre geführt. So ist natürlich der Souverän, der Macht darüber hat, über diese gleichförmige Berichterstattung, aber nicht der Bürger. Und das muss, diese Medienkritik, die findet viel zu wenig statt, die finden eigentlich überhaupt nicht statt von der AfD, sondern irgendwie aus Angst, da nicht mehr eingeladen zu werden, sagt man da einfach nichts. Aber die Leute verstehen anscheinend nicht, dass wenn sie nichts sagen, wenn sie das nicht ankreiden, dann sind sie Kronzeug für die Medien. Wenn sie jetzt da eingeladen werden als AfD, keine Kritik äußern, dann denken sich die Leute, okay, ja gut, es kommen jetzt bei der Ukraine kommen keine substanziellen Argumente, jetzt hinsichtlich einer Entdämonisierung von Russland. Es kommen auch sonst keine Argumente. Gut, dann wird es schon einigermaßen passen. Natürlich, es ist nicht alles okay, was die Medien machen. Es ist auch, dass die AfD zu wenig eingeladen wird. Das ist auch nicht in Ordnung. Aber gut, ich meine, die AfD hat ja auch keine wirklichen Argumente. Keine entscheidenden Argumente. Das ist ja gut, das, was sie gesagt haben, das wissen wir jetzt. Jetzt haben wir es gehört. Einmal reicht er. Ich muss es ja nicht 10-mal hören. Einmal reicht, okay. Und das war's. Wenn man es so macht, dann bringt es wirklich mehr, dass man wirklich gar nicht präsent ist, weil dann die Leute neugierig werden, weil dann die Leute wissen wollen, was ist mit der AfD, was sind das für Leute. So ist es ja so, die Leute denken, die ganzen Mainstream-Leute denken, ja, ich weiß, was die AfD ist, ich muss gar nicht mehr wissen. Ich habe es ja erfahren, mehr will ich gar nicht mehr wissen. Das ist ja ekelhaft oder das ist auch nicht so wichtig und die haben ja auch nichts zu sagen. Ich habe jetzt ja das Interview gehört und da kam ja nichts, kam ja nichts Substanzielles. Zu der Geschichte in der Ukraine oder zu irgendwelchen Verbrechen, die das ganze Bild in Frage stellen würden, das die Medien dauernd zeigen. Das Bild wird nicht wirksam in Frage gestellt. Und vor allen Dingen hat alles Weile noch die Leute lächerlich gemacht, die in Donbass reisen wollten, die Aufklärung betreiben wollten. Die auch für sich explizit nicht in Anspruch genommen haben, nur weil sie dahin reisen, können sie jetzt genau sagen, was da unten abläuft. Sondern sie haben gesagt, sie wollen sich ein eigenes Bild machen. Und wenn viele Leute sich ein eigenes Bild machen, dahin fahren und es viele Zeugenaussagen gibt, dann entsteht ein Gesamtbild, dann kann sich der Bürger eine Meinung bilden, so gut wie es geht. Es ist so, die Realität ist nie zu 100% genau abbildbar. Man kann immer nur versuchen, einen Teilaspekt beizutragen. Und es ist die Frage, ob der Wille dazu besteht, die Realität abzubilden oder nicht. Und es ist genau diesen Täuschungswillen, den muss man nachweisen. Zu behaupten, die Realität wird nicht abgebildet, das ist ein schlechtes Argument, weil dann sagen die Leute, ja, es ist unmöglich, ich kann nicht alles differenziert genau berichten. Sondern das Entscheidende ist, dass man den Willen nachweist. Und wenn man jetzt nachweist, die Journalisten wollen da nicht hingehen in die Ukraine, dann kann man den Willen zur Täuschung nachweisen. Und das ist das Entscheidende. Der Täuschungswille ist das Entscheidende. Und die AfD muss alles tun, um diesen Täuschungswillen der Bevölkerung aufzuzeigen. Das tut sie nicht. Das tut sie explizit nicht bisher.
Und dann sind die Leute, die Dummen, klar, mit 15% für die Mandatsträger, 15% reichen. Das reicht für die. Aber wenn dann die AfD irgendwann verboten wird oder die Leute beruflich unter Druck kommen, weil diese ganzen Framings verfangen, weil dagegen nicht energisch genug vorgegangen wird, die Leute, die ehrenamtlich das machen, das sind die Dummen, die sich engagieren. Und das kann aus meiner Sicht nicht sein. Und aus meiner Sicht, da müssen die Leute kritischer sein und müssen die Leute belohnen. Und da meine ich auch Leute wie Till Schneider, die da runtergehen wollen. Und auch, es gibt auch viele andere gute Leute. Es gibt viele gute Leute in der AfD, auch Peter Büstrom. Ich möchte jetzt gar nicht anfangen, Namen zu nennen, es gibt so viele gute Leute. Und vor allem ist auch wichtig, genau die Leute, die am meisten angegriffen werden, wie Björn Höcke, sie auch explizit zu schützen. Jeder, der in der Partei ist, muss geschützt werden, und zwar mit allem, was zur Verfügung steht. Die muss unbedingt vor dem Vorwurf in Schutz genommen werden. Wenn dann zum Beispiel von einer Dunja Hayali irgend so ein Vorwurf kommt, dann hat Tino Chrupalla das so übergangen. Und hat dann so gesagt, ja, nee, die Thüringer, die machen auch das Wahlprogramm von der AfD. Sondern er muss sagen, nein, Björn Höcke ist nicht rechtsextrem, die Thüringer AfD ist nicht rechtsextrem. Herr Chrupalla, die AfD wird 10 Jahre alt. Ein altes Problem ist der Rechtsextremismus. Sie haben immer wieder geäußert, Rechtsextreme in der AfD hätten keinen Platz. In Thüringen unter Björn Höcke fahren Sie allerdings die allerbesten Umfrageergebnisse ein. Müssten Sie also nicht offensiv und ehrlich dieser Richtung folgen? Wissen Sie, wir folgen und ich folge, und das ist auch meine Aufgabe als Parteivorsitzender, unserer Programmatik und unserem Parteiprogramm. Das machen die Thüringer genauso wie die Sachsen, die Hessen, die Bayern oder die AfD-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Und das hat er nicht gemacht. Und bei Tino Chrupalla ist es so, es fällt immer auf, er sagt immer meistens dazu nichts zu dem Vorwurf. Aus meiner Sicht, es muss immer dazu gefügt werden, nein, wir sind nicht rechtsextrem. Man darf sich da niemals weichkochen lassen, wenn man... Natürlich, die wollen das ja genau. Die wollen das immer wiederholen, dass man sagt, oh, das ist so langweilig, jetzt sage ich gar nichts mehr dazu. Das ist der Fehler. Man darf das niemals akzeptieren, dieses Stigma. Indem man sich dagegen wehrt, geht man automatisch auch in den Angriff über, dass man zeigt, du wirfst mir das vor, du bist kein Demokrat. Das heißt, Verteidigung ist hier nicht keine Defensive, sondern ist automatisch ein Krieg der Narrative. Das heißt, wenn man jetzt dem Narrativ des Rechtsextremismus widerspricht, dann ist das automatisch, dann greift man das ganze Narrativ an, dann greift man die Glaubwürdigkeit an. Und das ist genau das, was getan werden muss, weil ja eine permanente Täuschung stattfindet. Das heißt, wenn man dazu schweigt, dann stärkt man das Narrativ der Medien. Und das muss endlich aufhören. Und ich glaub, das Problem ist aus meiner Sicht, dass viele in der AfD oder auch viele verstehen das nicht. Die geben sich damit zufrieden, die lassen sich abspeisen. Also ich ja zum Teil auch. Man möchte natürlich hinter den Spitzenleuten stehen und sagen, ja, habt ihr toll gemacht, und man möchte es auch wertschätzen. Ist ja auch nicht einfach, wenn man dann durchlöchert wird und dann lauter Fallen gestellt werden. Da muss man erstmal die Nerven bewahren. Aber das sind die Spitzenleute, das erwartet man. Die werden dafür bezahlt. Das muss man dann auch erwarten. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Die müssen alles tun, um die Mitglieder zu schützen. Und da muss man aus meiner Sicht kritisch sein und einfordern. Und wir haben viele gute Leute, und da muss man eben zu den Aufstellungsversammlungen hingehen, das ist Arbeit, und muss da wachsam sein und darf sich nicht zu leicht zufrieden geben, nicht zu sehr bejubeln. Aber das ist natürlich die Loyalität. Ich will auch loyal sein, will auch zujubeln. Ich habe keine Lust, so ein kritisches Video zu machen. Ich habe keine Lust, die Leute zu kritisieren. Es kommen auch Jubelvideos, kann mir ganz sicher sein, Jubelvideos kommen viel besser an als jetzt ein kritisches Video. Weil natürlich, das sind gute Emotionen. Jawohl, Chrupalla hat es den anderen gegeben. Oder Weidel hat es denen gegeben, das hört man viel lieber als was Negatives. Geht mir ganz genauso. Mir macht es überhaupt keinen Spaß, irgendwie zu kritisieren. Ich würde auch lieber sagen, ja, es ist jetzt alles toll, und guck mal hier, wie toll das wieder gemacht wurde. Wie toll sie es den Medien gegeben haben. Nur es muss halt auch der Wahrheit entsprechen. Es muss halt auch tatsächlich sein. Man kann nicht irgendwas bejubeln, was halt in Wahrheit nicht so ist. Natürlich ist es so, keiner ist perfekt. Man kann dazulernen. Wenn ich jetzt das machen würde, ich würde auch ganz viele Fehler machen. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir wäre. Keine Ahnung. Aber es muss dann irgendwo mal eine Lernkurve erfolgen. Also man muss dann irgendwann mal sehen, es muss dann mal irgendwann bergauf gehen. Oder jetzt noch, man hat dann natürlich auch jetzt bei der Ukraine, am Anfang hat man keine Ahnung, man hat vielleicht noch nicht den Informationsstand gehabt, das war ja bei Corona auch so. Aber irgendwann müssen dann mal die Informationen durchgedrungen sein, und dann muss man Position beziehen, dann muss man Aufklärung betreiben über die Zustände. Da müssen die Informationen mal irgendwie durchgedrungen sein. Nach einem Jahr. Also wenn man jetzt ein paar Wochen, okay,
zwei, drei Monate auch okay, aber dann muss es mal irgendwie, dann muss mal, müssen mal die Leute Bescheid wissen. Und zwar richtig Bescheid wissen, was da eigentlich los war, was die Hintergründe sind. Das ist auch von der Spitze zu erwarten, dass sie sich mal vernünftig informieren. Und dass sie dann maximalen Einsatz zeigen, zu kämpfen und das zu transportieren, diese Information, weil das zerreißt einen doch, wenn man das sieht, was die armen Ukrainer, wie viele Leute da sterben. Und das wäre ja alles nicht der Fall, wenn die Leute hier Bescheid wüssten und die ukrainische Regierung wüsste, das wird hier negativ, das wird hier kritisch gesehen und sie kommen damit nicht einfach durch, dann wäre es ja gar nicht der Fall. Die ukrainische Regierung macht es ja seit 2014 nur, diese Schikanen, weil sie genau wissen, es wird im Westen nicht berichtet, es kommt die Unterstützung aus dem Westen. Auch genau, weil sie das machen. Weil die USA gezielt einen Keil treiben wollen. Für ihre Interessen, die sie seit Ewigkeiten formulieren. Und da können AfD-Vertreter auch irgendwann mal dahinter kommen. Also jetzt, spätestens eigentlich schon seit vielen Monaten, muss der Informationsstand überall durchgedrungen sein. Und da muss man den Mund aufmachen. Und aus meiner Sicht, ja, da reicht auch nicht, was Sarah Wagenknecht macht. Sondern sie muss da auch den Mund aufmachen, was die Verbrechen angeht seitens der ukrainischen Regierung. Weil das der Schlüssel ist, das Schlüsselargument ist, gegen die Waffenlieferung. Überhaupt dieses verbrecherische Regime zu unterstützen. Die ja die Opposition ausschalten, da passieren ja die schlimmsten Dinge. Und es ist sehr wohl, es ist ein Nazi-Regime. Nach einigen Kriterien. Weil die Ideologie gefördert wird. Das ist ein maßgebliches Kennzeichen. Es gibt Rassengesetze in der Ukraine. Alle Denkmäler, die irgendwas mit Russen zu tun haben, werden abgerissen. Das ist ein richtiger Russenhass. Und dann kommt noch dieses Argument mit Zelensky als Juden, das spielt überhaupt keine Rolle. Weil dieser Narzissmus, der bezieht sich jetzt hier gegen Russen. Und das ist so. Das kann man auch deutlich machen, dass das in der Ukraine ein maßgebliches Problem ist, auch der Regierung, weil diese Ideologie in der Regierung Einfluss hat und gefördert wird. Und auch russophobe Entscheidungen getroffen werden. Es, wie gesagt, ein Rassengesetz gibt. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Aber da muss jetzt was passieren, aus meiner Sicht. So kann es nicht mehr weitergehen. Ich kenne mich auch mit Fraktionsinternen nicht aus, aber wie kann es denn sein, dass jemand wie Robert Fahle, dass er nicht Mitglied der Fraktion ist mehr? Das ist aus meiner Sicht schon merkwürdig. Auch wenn man sagen kann, ja, das ist irgendwie ein schwieriger Charakter von mir aus oder was weiß ich, aber dass jemand, der sich so äußert, so mit Herzblut, das ausgerechnet der hat ja auch genau seine Unzufriedenheit geäußert gegenüber diesen Russland-Äußerungen, die viel zu schwammig sind. Das war ja, glaube ich, sein Hauptkritikpunkt. Er ist aus der Fraktion ausgetreten und das sollte uns allen zu denken geben, aus meiner Sicht. Und das ist schon ein Problempunkt, wo man mal genau hingucken sollte. Und sich vielleicht zeigt, dass nicht alles so in Ordnung ist, sondern dass wir genau hingucken müssen als Mitglieder, als Ehrenamtliche und das kritisch im Blick haben müssen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.